So, meine Freunde, und willkommen zum Rätselhaus Spaß hier bei Marios Murmelabenteuer. Ja, ich habe keine Ahnung, ob ich das hinkriege oder nicht. Die goldene Murmel wird jetzt hier rotieren und wir werden sie zum Anhalten bringen. Oh. Oh, ich krieg's noch nie gebacken, ey. Warum bin ich nicht Bäcker? Verdammt jetzt. Sio ist ein lustiger Witzemaker. Ja, wir wollen diese Murmel da unbedingt reinbekommen und wir verschwenden gerade wichtige Zeit für dieses Level, ich weiß. Aber egal. Das ist wichtig. Wichtig. Wir müssen dieses Level schaffen. Irgendwie werden wir es schaffen. Ich bin so ein Failer. Ich hab gedacht, das geht nicht weiter so, aber es geht auch so weiter. Och, ich bin so doof, ey. Ich mach mir das schwerer, als es ist. Dabei ist das Popel leicht, ey. Okay, wir haben gelernt. Und was lernen wir daraus? Traue niemals einer Murmel. Jawohl, wir haben Zeit bekommen. 100 Seconds. Und springende Marios fallen vom Himmel. Und wir lassen jetzt einfach mal hier in Ruhe diesen Flammenbruder. Der kann mal hier sein eigenes Ding anzünden oder so. Und die machen voll die sweeten Geräusche, die Kleinen hier. Und lasst mich mal in Ruhe. Ich will hier jetzt das Puff-Ding. Und damit haben wir auch gleich das Level hier mit den... Oh, ich mag die blauen Powderbows, dieses blaue Lava-Meer. Das sieht einfach so elegant aus. Ey! Oh, shit! Shit! So, alle down. Was wollt ihr tun? Und weiter. Zack, zack, zack. Was will der denn von mir? Tja! Da hast du die... Oh, verdammt. Da hast du deine Rechnung nicht mit Mario gemacht, mein Kleiner. Doch, hat er. Wenn ich so... Bams! Oh yeah, goldene Flagge, alle drei! Green Stars, Stempel, was willst du tun? Bam, Alter, Level beendet. 100% mit Feuerwerk, so wie es sich gehört für einen Champ wie Zero. Zero der Champ. Und bekommt ein Feuer-Mario als Sticker. Vielleicht so ein Klatuja, dass man sich auf die Hände aufmachen kann, bzw. auf die Arme, so auf die Bizeps. Yeah, so ein Feuer-Mario, damit bitte der coolste in der Grundschule. So, weiter geht's hier. Was haben wir da? Interesting. Zwei neue Level. Oh, Geldmaschine! Ich bin ja nicht spielesüchtig, ne, oder so. Na, aber wir können mal probieren hier. Spielothek, zack. Deswegen, das regt auch die kleineren Zuschauer mal an, hier so ein bisschen zu zocken. Zack, 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 zack. Boah, 100 Geld, ey. Das ist doch wenig. Ein Level Up ist das. Ein Up! Ich kann sowas überhaupt nicht. Ich mach sowas nur auf pures Glück. Ich kann sowas überhaupt nicht. Speichervorgang. Klasse. Weiter geht's. Und zwar machen wir jetzt das Level hier. Was ist das hier? Fackel in der Finsternis. Was ist das hier? Hitzige Hetze. Ach komm, wir hetzen uns nicht. Wir machen die hitzige Hetze. Und danach das andere. So, zufällig. Was nehmen wir? Was kriegen wir? Todd vielleicht? Peach. Oh, Todd kriegen wir wohl gar nicht in dieser Session. Geil. Ich mag Todd auch nicht so gerne. Was ist das denn hier? Ach, hier ist eine... Ah, hier ist schon mal was Besonderes. Ein Block. Yeah, dann haben wir den Mützenblock bekommen. Nice. Was können wir jetzt machen hier? Rennen. Jetzt rennen wir hier die ganze Zeit, oder was? Oh Gott. Okay. Okay. Was müssen wir jetzt hier ganz besonders machen? Wow, ich habe gar nicht gesehen. Scheiße, die rollen sich ja... Oh. Das ist voll geil. Das ist voll die Rennpiste so ein bisschen, ey. Komm, das probieren wir nochmal. Ich will mal einen Block wieder haben, damit der ganze Bildschirm laggt. Lag, 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 lag. Und jetzt rum. Renne, 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 renne. Weil Peach auch gerade die langsamste ist, geht das mit der am besten, würde ich sagen, ne? Upsalam. Und wieder rüber. Wir bauen einfach mega Speed auf, ey. Way. Wow. Wow. Wie habe ich das überlebt? Wow. Geil. Ich gehe jetzt einfach hier lang. Ist da ein Stöpsel drin gewesen? Keine Ahnung. Way. Und jetzt komm. Jetzt muss ich die alle treffen hier. Oh Gott. Einmal im Kreis rennen. Das kann ich, das kann ich, das kann ich, das kann ich. Und Green Star. Wow, die hat voll Speed drauf, die Alte. Die ist voll auf Drogen. Wuhu! Shit happens. Was ist hier los? Wow, Peach. Da hat man Stacheln. Aber nur so zur Info, ne? Rennen, Alte. Alte. Rennen, bleib. Soll sie fallen. Das Level gefällt mir, ey. Das hat so einen gewissen Adrenalinkick. Aber wisst ihr was? Ich will es ein bisschen interessanter gestalten, deswegen machen wir was anderes. Dieses Level heißt ja hitzige Hetze. Man ist mit Peach ja schon mega schnell, aber wie schnell ist man mit Todd? Das werden wir jetzt ausprobieren, indem wir einfach auf Toddy wechseln. Und Toddy ist ja der schnellste Charakter und ich hoffe,
Der wird das jetzt ordentlich reißen hier, ey. Komm, reiß mal hier. Ich habe einen Riemen, mein Toddy. Zack, und jetzt komm. Speed, 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 Speed. Und jetzt komm. Way. Geht der schneller ab? Ich weiß es nicht. Ich hoffe einfach mal. Aber der springt natürlich nicht so geil wie Peach. Das ist das Problem. Aber egal, kriegen wir schon so hin. Wir sind die Besten, der Besten, der Besten. Warum? Weil wir die Besten sind. Bei Peach ging das aber geiler irgendwie, ey. Mit Peach war das irgendwie besser. Toddy, der ist irgendwie sogar lahm, ey. Der schreibt mir sogar Lamer. Du Lamer, du. Du Lamer Gamer. Zack. Sammeln wir die alle ein hier. Ah, zack, da haben wir ihn. Wow, voll auf den Rand gelatscht, ey. Chillig. Und gejumpt. Ich hätte das auch mit Mare, glaube ich, machen sollen, ey. Wow. Da ist der Stempel. Ich muss umdrehen. Oh Gott. Wo bin ich? Wenn man nichts sieht, dann stirbt man auch ein bisschen, ne? Also, hallo Game. Hallo Game, ihr seid voll nett zu mir. Voll sweet, ey. Komm, jetzt rennen wir wieder weiter hier. Zack, zack. Also Level ist auch wieder was anderes. Das hatten wir vorher auch noch nicht. Also in Mario 3D World. Mario 3D World. Ich weiß gar nicht, ob ich die Anmoderation gemacht habe im letzten Part. Wenn nicht, dann tut's mir leid. So, also diesen Part, ne? Ist ja schon der zweite. Invasion. Wow! Renn, Junge! Renn um dein Leben, du kleiner Mini-Zwerg, du, ey. Du Fliegenpilz, du. Ah, zack. Zack. Wie mache ich das am klügsten? Hier lang vielleicht? Wow! Komm, spring! Ah. Todd schreit wie ein Mädchen, ey. Das geht gar nicht. Ich glaube, ich muss doch einen anderen Charakter nehmen, oder? Wenn immer doch jemand anders. Das geht nicht klar. Vielleicht mit Luigi. Oder mit Mario. Doch, ich mache mit Luigi. Luigi ist mein Lieblingscharakter in diesem Game. Ich weiß nicht warum, aber ich finde ihn einfach toll. Nein. Luigi Time ist schon richtig. Deswegen. Das muss man ja auch im Zeitlimit schaffen, ne? Also das wird auch noch ein Feind werden hier. Luigi scheint mir schon ein bisschen schneller zu sein. Auch mit seinem geilen Sprung. Ey, guck mal, wie hoch der springt, ey. Das ist ultra. Der Typ ist ultra. So, spring. Zack, zack, zack. Und weiter. Hier muss ich auch was anderes mit überlegen für die eine Starcoin. Für den Stempel meine ich natürlich stark. Starcoin kam noch gar nicht die dritte, ja. Hier umdrehen wieder. Zack. Oh, Junge. Mach keinen Scheiß. Das ist echt eine Hetze. Hetze, Schätze. Ich schätze. Oh Gott. Du atme. Oh Gott, ich atme doch. Ich atme doch. Oh Gott, das ist der goldene Tanuki. Wir brauchen den nicht. Das ist für Loser. Und wir sind die Gewinner. Die Gewinner gewinnen immer. Hey, das hat sich gereimt. Gewinner immer. Es reimt sich überhaupt nicht, ich weiß. Also nicht, dass ihr mich wieder kritisiert in den Kommentaren, warum ich immer getroffen habe. Das ist nicht. Okay, neue Taktik. Diesmal mit RTL 2 Werbung. Willkommen hier im RTL Home Menü. Wir werden jetzt hier einfach ganz schnell das hier erledigen. Ich hasse RTL. Das Einzige, was ich auf RTL gucke, ist das Dschungelcamp. Mehr auch nicht. Mann! Ich raste noch aus. Ich krieg hier noch irgendwelche Anfälle gleich, ey. Mein Handy! Oh, das hat weh. Zwei neue Nachrichten. Ja, schön. Meine Hand tut weh. Spiel ich mit Handicap. Ich bin noch mit links. Oh nein, meine rechte Hand, die wollte ich doch für so viel benutzen. Nichts, wer weiß, denken meine Freunde. So, es wird nicht getroffen. Nein, ich werde nicht getroffen. Ich kann echt nur mit einer Hand spielen und mit einem Daumen gerade dazu. Die anderen Finger stehen gerade nur so ab, weil es einfach schmerzt. Weil ich gerade vor Wut auf mein Handy geklatscht habe und... Wow! Oh, bist du doof, ey. Bist du doof, Luigi? Oh nein, das bin nicht ich, das ist Luigi. Der hat's nicht so drauf wie ich. Wow! Oh Gott. Warum ist das so ein schreckliches Level? Wer hat das sich überhaupt ausgesucht, ey? Ja, es klingt interessant, nicht so wie das andere. Genau, Zero, beste Idee. Aber ich will es so schaffen, wie es ist. Und ich will keinen goldenen Tanuki benutzen. Ich werde es hinkriegen, Leute. So wahr ich Zero of Time heiße. Warum heiße ich eigentlich so? Okay. Durchatmen. Uns fangen. Die Hände auf den Controller legen. Durchatmen. Blick auf den Fernseher. Und dann Skill Run. So, jetzt sind wir concentrated, meine Freunde. Dankeschön. Da war die Konzentration hin. Luigi wurde von einer übergroßen Stachel-Klorolle plattgewalzt, ey. Chillig, so will ich auch sterben.
Na, ja, nicht gerne. So, und Jumping Action hier. Was machst du da? Was machst du da? Frühsportgymnastik oder was? Hey, ich rutsch hier runter. Klasse, wir brauchen sonst nichts anderes. So, vielleicht machen wir auch mal den Jump nebenbei hier. Den Jump. Wäh! Was war das? Kein Plan. Was ist das? Kannst du auch chillen? Nee. Ja. Nee. Das ist ein unmögliches Level für jemanden, der so hektisch ist wie ich. Ganz ehrlich, das ist unmachbar. Weiß nicht, was ich hier mache. Ich probiere jetzt hier irgendwas Lustiges zu machen. Spring, spring, spring das Boot. Hey, 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 hey. Lalalala. Was war das denn? Ich bin mal durchgekommen und mittelgroß zu sein. Und bin mittelgroß noch. Geil, das ist echt chillig. So, probieren wir jetzt mal hier durchzulatschen, ohne dass wir getroffen werden. Und Sprung! Wow! Woohoo! Ich hab den Stern! Ich hab den Stern! Nein, 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 nein! Ich fall nicht runter! Ich kann mich nicht beherrschen! Ich kann mich nicht beherrschen! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh, au! Es wird immer knapper. Und ich, oh Gott, ey, ich riech schon mein Deo. Das heißt, ich fange schon an zu schwitzen. Oh yeah! Wie geht's? Ist das eklig? Ich hab nichts gesagt. Ich meine natürlich Brokkoli. Ich rieche Brokkoli. Nein, ich benutze kein Brokkoli-Deo. Für alle, die es wissen wollen! Obwohl, Brokkoli-Deo? Oh, das wäre ganz lecker. Nein, ich... Obwohl. Oh, geht eigentlich. Geht eigentlich. Ah, egal. Bevor ich noch mehr Scheiß laber, wollen wir das Level beenden irgendwann, ne? Also wie viele Level... Ach, wir haben noch 7 Leben. Okay, doch klar. Ich hab gedacht, wenn wir gleich Game Over gehen, wäre das ziemlich peinlich, aber... Niemals! Ich doch nicht! Wow! Was mache ich da eigentlich, ey? Ich weiß nicht, ob man das so macht, aber... Zero macht es einfach. Warum? Weil das kann. So, Skill Run activated. Wir rennen es einfach mal hier rum. Andersrum ist auch mal geil, ne? Habe ich mir gedacht. Wäre auch nicht schlecht. Shit. Ich bin tot. Ich lebe noch. Noch lebe ich. Noch lebe ich. Jetzt bin ich tot. Ja, ich weiß nicht, wie viel Zeit ich schon in diesem Level vergeude, aber hey, vielleicht gefällt es euch ja, mich beim Failen zu sehen. Wie ich leide. Ich sterbe. Und ja, keine Ahnung. Die magische Klorolle hier, die ist echt... Danke. Immer noch sehr vierlagig. Vierlagig. Drei Lagen Dornen, drei Lagen Schmerzen. Hey! Super, vierlagig, ne? Vor allem Zero-Kamatte, super. Überhaupt nicht, so. Weiter geht's hier. Zack, 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 zack. Und jetzt, bams, gejumpt. Greens, da! Sollten wir schon irgendwie... Oh, Junge, Alter. Ich hab's überlebt? Wie hab ich das denn gemacht? Ich weiß nicht wie, aber hey, hey! Ich sehe gerade, wir haben noch 40 Sekunden Zeit, ey. Das kann man unmöglich schaffen. Oh Gott. Ich weiß meinen Fehler. Ich kenne meinen Fehler. Ich kenne meinen Fehler. Was mache ich hier? Jump doch. Nein! Ich habe auch meinen Fehler entdeckt, Leute. Ich weiß, wie ich diesen Stempel hole. Das ist ganz einfach. Ich muss einfach, wenn ich Speed aufnehme, gleich nach links speeden. Und dann kann ich da durch. Yeah. Ich sehe schon die ganzen Besserwisser-Kommentare wieder. Das habe ich aber nach dem dritten Versuch geschafft. Na und? Ich spiele doch hier nicht mit Mario Handicap. Luigi. Hey, soll ich doch meinen Charakter wechseln? Nein, ich habe Vertrauen in Luigi. Ich weiß, dass Luigi es schaffen wird. Warum? Weil er grün ist. Ja, grün ist die magische Farbe heute. Okay, das schaffen wir jetzt. Das schaffen wir jetzt. Warum fuckt mich dieses Level jetzt schon so ab, ey? Warum? Warum in Gottes Namen fuckt mich dieses Level so ab? Ja, jetzt nimm doch den Stern nicht mit, ne? Genau. Jetzt nimm ich am besten gar nicht mit. Oh Mann. So, jetzt muss ich ganz einfach den Stern einsammeln hier und dann sofort zur Seite. Das ist doch nicht schwer, Zero. Das kriegst du doch hin. Und springen. Und dann haben wir den hier und weiter. Ich finde, sie ist so ein Auto, das dauernd beschleunigt, ey. So, jetzt muss ich hier gleich eine zur Seite. Ich muss mir hier rüber. Ja! Ja! Yes! Jetzt muss ich den noch hier wieder. Oh Gott! Oh Gott! Kopf gegen das scheiß Teil, Alter. Ich bin so dämlich. Dem mach ich jetzt nicht. Drei Leben noch. Alle guten Dinge sind drei. Vergiss nicht. Wir müssen erstmal auf drei Leben runter, damit wir uns das, ja, damit wir es schaffen können. Hey, hey. Zero's Logic is best. Was mache ich hier? Was mache ich hier? Also, wir gehen noch Game Over. Wir gehen noch Game Over. 100%ig bei dem Level gehen wir noch Game Over. Ich sehe es schon. Ich sehe es schon. Unser erster Game Over in dem Game. Bei einem wohl einfachen Level. Warum kriege ich das nicht hin? Weil ich so schleckt bin! Schleckt. Oh ja, schleckt. Ich bin so schleckt. Und ja, ich springe immer wieder in das vierlagige Toilettenpapier rein. Ja. Für meinen samtweichen Hintern. Genau. Super.
So, jetzt wieder Running Action. Danke, 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 danke. Und springen. Und Dankeschön und weiter geht's. Hey, got it, sagt er. Ja, du got it ist gleich. Ich hoffe, du hast es gleich geschafft hier. Ich hoffe, wir sind gleich durch hier mit dem scheiß Level, ey. So, hier rüber und jetzt hier Speed. Und springen! Nein! Ich hab ihn verpasst! Er sagt sogar noch ja. Och, leck mich doch am Arsch. Was soll das? So ein Slow Motion, ey, das wäre geil, so wie Zero da vorbeispringt, dann so Musik. La 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 la. Das wäre cool, ey. Aber hey, mal gucken, wir holen jetzt erstmal Leben wieder, damit wir das überhaupt noch schaffen können hier irgendwie. Ich hoffe, wir kriegen irgendwie ein Leben. Ja, wir haben wieder 3. Das ist doch cool. Das ist doch cool, ne? Da können wir das nochmal versuchen hier. 2-3 Mal mehr. Tool, ne? Ich find's voll Tool. Nicht cool, sondern Tool. Tool ist jetzt das neue Werkzeug. Hallo, cool. Ja. Und den da hinten brauche ich nicht, den. Boah, ne. Das fängt schon so grandios an, dass ich gar nicht weiß, womit ich anfangen soll. Das ist einfach cool. Na, einfach Tool ist das, ne? Na, einfach toll ist das. So, weiter geht's. Genau. Tool ist eine Mischung aus toll und cool. Das nennt man Tool. Nein, das ist. Ich mein, Tool ist Werkzeug, oder? Ich glaub schon. Werkzeug, Tool. I'm not sure. Egal, ich hab mich jetzt verschluckt. Okay. Jetzt kriegen wir es hin, weil Zero sich verschluckt hat. Und ich beatmen kann. Spring doch! Wo bist du? Ich leide hier. Ich sterbe hier beim Aufnehmen. Das ist schlimm. Okay. Nochmal. Wo bist du? Boah. Fall nicht da runter, bitte, ey. Fall da. Das war's. Wir sind Game Over. Wir sind sowas von Game Over. Außer Zero macht jetzt den 100% Skillrun hier. Komm schon, ich muss mich jetzt konzentrieren. Ich sag jetzt nicht so viel, ich rede einfach jetzt nichts. Ich sag einfach gar nichts jetzt. Nein! Da bin ich noch nie Game Over gegangen. Ich hab diese Stelle in Jungfurt. Lust. Nein, ist einfach überhaupt nicht lustig. Oh Junge, du musst es doch schaffen. Komm schon, bitte. Ich will einfach nur dieses verdammte Level beenden, irgendwie. So, einfach irgendwie. Danke. Komm schon. Oh Gott, ich hab einen Pilz behalten. Und ich hab wieder ein Leben. Leute, das ist das Zeichen dafür, dass wir es schaffen. Ihr müsstet alle mitbeten und schreien, Zero hat Gene. Zero hat Gene. Oder Zero hat gar nichts. Gar nichts und Gene, das ist ja fast dasselbe, ne? Aber ich glaube, wir schaffen es jetzt. Ich glaube, ich bin jetzt guter Munde. Guter Munde, genau. Zero hat oft was im Munde. So. Oh Gott. Oh Gott. Oh nein! Mann, warum bin ich so schlecht? Es geht nicht. So, letzter Versuch. Ich sehe auch gerade, der Part ist schon mega lang. Nur mit diesem verdammten Level. In dem Part beenden wir das Level. Ich schwöre bei Gott, wir werden das Level heute noch schaffen. Und wenn das letzte ist, was ich heute tun werde, 3 Stunden später. Nein, ich bin immer noch hier! Ich sollte schlank auf Arbeit sein wahrscheinlich dann, ne? Ja. Ja, scheiß auf Arbeit. Wow! Ich muss dieses Level zu 100% schaffen. Das ist das Einzige, was zählt diesmal. Oder heute. Was passiert eigentlich? Oh, verdammt, ey. Wenn ich den Stempel hab und dann sterbe, wie sehr ich mich dann wohl aufregen werde. Vielleicht wird das Wii U Gamepad dann zerstört und vielleicht kommt dann gar kein Let's Play-Part mehr auf diesen Game, weil mein Wii U dann kaputt ist. Oder ich mir ein neues Gamepad holen muss. Kann ja alles möglich sein, ne? Jetzt muss ich zur Seite. Und jetzt hier, komm. Und spring! Yes! Ich hab ihn! Ich hab ihn! Ich hab ihn! Nein! Nein! Leck mich doch an. Der rennt da nicht weiter! Hallo, Klorolle. Geh sterben. Geh sterben. Lass mich in Ruhe einfach. Ja, wir sehen uns im nächsten Part wieder. In Super Mario. In 3D World. Tschüss. Hoffe, der Part hat euch gefallen. Mir nicht.